Freundschaft von meiner Seite, liebe Genossinnen und Genossen. Ich darf darüber berichten, dass die Wahlkommission getagt hat und gemäß § 55 Absatz 2 unseres Organisationsstatuts einen Wahlvorschlag des zu wählenden Parteivorsitzenden und zukünftigen Spitzenkandidaten für die nächste Nationalratswahl erstellt hat. Wir haben beschlossen, die beiden Kandidaten, Genossen Hans-Peter Doskozil und Genossen Andreas Babler, entsprechend der Ergebnisse der Mitgliederbefragung auch auf dem Stimmzettel anzuführen. Der guten Ordnung halber möchte ich festhalten, dass ich gemäß § 28 Absatz 11 unseres Organisationsstatuts jedes ordentliche Parteimitglied im Sinne der Mitgliederrechte für Parteifunktionen bewerben darf. Das gilt auch für den Parteivorsitz. Ich darf zur Kenntnis bringen, dass ich neben den beiden genannten Kandidaten auch der Genosse Berthold Felber für den Parteivorsitz beworben hat. Selbstverständlich kann man in einer demokratischen Partei heute auch ihm eine Stimme verleihen. Dazu müsste man die beiden Kandidaten, die am Stimmzettel angeführt sind, jeweils streichen und den Namen des Genossen Berthold Felber händisch dazuschreiben, schriftlich anführen. Wie der Wahlvorgang genau stattfinden wird, werde ich euch nach der Präsentation der beiden Kandidaten bzw. der Diskussion mitteilen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Einen guten Parteitag und Freundschaft.